Wir sind auf der Eurobike hier. Zu Gast haben wir den Markus Stöckl, natürlich bekannt in der Radszene wie kein anderer. Und ist natürlich in seiner Rolle, in mehreren Rollen hier auf der Eurobike vertreten. Auf der einen Seite natürlich als Extremsportler, vor kurzem ja wieder Weltrekord aufgestellt. Auf der anderen Seite als MS-Evil-Chef in Österreich und Distributor. Gleichzeitig auch Teamchef des MS Evil Downhill Teams. Und wir wollen gerne mit ihm ein bisschen plaudern, wie so sein Zugang zum Radsport aus der Vergangenheit heraus war und was er denn so daneben noch treibt, neben seinen Experimenten und Projekten im Extremsport und das Ganze dann abrunden mit der Marke MS Evil, was er sich von ihr verspricht und was er sich auch von den Teammitgliedern verspricht. Also ganz zu Beginn, wie gesagt, du warst jetzt vor kurzem erst wieder in den Medien bezüglich deines Geschwindigkeitsrekords, zu dem wir dann später kommen wollen. Zuerst, wie war überhaupt dein Einstieg so in den Radsport? Wird sich das Ganze so abgespielt? Du bist jetzt Mitte 30. Danke. Danke, danke, danke. Mitte 30 war schon fast ein Kompliment. 37 bin ich jetzt. Den ersten Kontakt zum Mountainbiken habe ich gehabt mit 14. Da habe ich mich dann entschieden, dass ich statt am Klammermotorrad, so 50 Kubik, wie man halt gehabt hat, doch ein Mountainbike kaufe. Das war der erste Zugang. Dann bin ich ein paar Jahre so neben meiner Kochausbildung Mountainbike gefahren, also Touren und ein bisschen Cross-Country, auch Cross-Country-Rennen wollte ich fahren. Da habe ich mir 500 Meter nach dem Start überlegt, dass das nichts ist für mich. Nicht, dass ich jetzt nicht Cross-Country fahren wollte, sondern das Rennen an sich hat mir nicht gefallen. Dann irgendwann einmal habe ich dann einen kennengelernt, der Downhill gefahren ist. Das hat mir dann schon sehr sinnvoll eingeleuchtet eigentlich. Irgendwie aufgefahren mit dem Lift oder so, mit dem Radlavi, das hat mir gefallen. Das war dann eher meins. Dann habe ich mit Kochausbildung abgeschlossen, war dann noch in ein paar Hotels, das Mountainbiken ist immer mehr geworden. Irgendwann einmal hat es dann auch mehr Spaß gemacht als Kochen. Dann habe ich mit 22 kochen lassen, habe angefangen Rennen fahren. Und damals bin ich dann auch gleich einmal den ersten Serienbike-Rekord gefahren mit 100, weiß ich gar nicht mehr, was waren, 178 gleich. Das war mir sowieso zu langsam, darum habe ich es nicht gemerkt. Das war so der Einstieg. Und dann hat sich das jetzt ein bisschen entwickelt, habe dann nebenbei gleich einmal auch zu Anfang angefangen für Red Bull so kleinere Events mit abzuwickeln. War damals ja vom Mountainbiken damals noch nicht leben können und heute auch schwer. Habe ich den Sportclub Red Bull, hat der Kassel in Fuschl geleitet als Manager. Da habe ich die Wochenenden freigekriegt, dafür habe ich unter der Woche 17 Stunden am Tag gearbeitet. Was mir natürlich auch nicht wirklich geholfen hat beim Radfahren, ist, also da war ich, Downhill war ich eher zwar nicht schlecht. Für das, was ich trainiert habe, war ich sehr gut. Aber es war halt einfach zu wenig Training. Ich habe dann kurz bevor ich eigentlich aufgehört habe, nochmal mit relativ gutem Material ein bisschen weiter, ein bisschen bessere Ergebnisse gehabt. Da waren wir einmal im Weltcup auch qualifiziert dann schon. Das war schon ein Riesenerfolg. Wie gesagt, und das war mir dann irgendwann. Ich habe mein Leben war schon zu teuer. Für das, dass ich sagen kann, okay, jetzt tue ich nur Radl fahren und lasse das andere. Dann habe ich mich entschieden, dass ich nur so Spezialsachen mache, wie Cortina d'Ampezzo, das Eiskanalrennen, 24-Stunden-Rennen in Engelberg damals noch. Da habe ich mich, sage ich, ein, zwei Monate intensiver darauf vorbereitet, habe ich mir freigenommen. Oder eben im Winter, da ich einen Sommerjob gehabt habe, war es im Winter ein bisschen einfacher für die Speedrennen vorzubereiten. Und da habe ich mich auf das spezialisiert irgendwo und das mache ich heute noch.